Willkommen bei Sofa Review, heute in einem etwas anderen Sofa, ein fahrendes Sofa, am wunderschönen Gardasee in Sierra Leone. Und ich dachte mir, passend dazu, während mein Auto selbst die Straße entlang fährt, zeige ich euch mal ein paar coole Sachen, die man auf Reisen benutzen kann. Und die erste haben wir auch hier von meiner Lieblingsmarke Anker aus Amerika. Und das Ganze soll ein Bluetooth-Adapter sein. Sprich, ihr braucht ein Auto, das mindestens einen Klinkeanschluss hat und im Idealfall noch einen USB-Anschluss. Beziehungsweise geht auch mit einem Zusatzakku und dann könnt ihr das Teil da anschließen, euer Handy während der Fahrt ganz normal benutzen und da kann man auch einfach, jemand der hinten sitzt, kann per Bluetooth Musik ins Auto einspielen oder jemand der vorne sitzt. Man kann sein Handy einfach bei sich haben und muss es nicht die ganze Zeit angesteckt haben, weil viele Autos haben es ja auch ein bisschen blöder platziert, so wie dieser Mini hier unten, wo man dann nicht mehr rankommt und das Ganze kann ich mal ausprobieren. So, dann machen wir jetzt hier mal das spannendste Unboxing der Welt während der Fahrt. Wenn irgendwas dazwischen quatscht, ist das Navi. Dann wisst ihr auch immer, wo wir hin müssen. So. So. Also hier dieser, kriege ich nicht raus, typische Anker-Zettel, not happy. Dann sollt ihr da anrufen und wenn ihr happy seid, dann könnt ihr eine Rezension oder ein Review hier hinterlassen. Brauchen wir nicht. Ansonsten eine Bedienungsanleitung, brauchen wir auch nicht. Und hier das wunderbare Stück. Fahren läuft heute. So, das ist dann das gute Stück. Mit einmal Vor- und Zurück-Button und sogar einer Klebefläche. Das heißt, man kann das hier abziehen und dann den Spaß irgendwo hinkleben, was ich jetzt nicht machen werde. Und ihr habt schon ein paar Tasten zum Koppeln, zum Verbinden, was ihr braucht. Testen wir das gleich mal. So, also Kabel steckt, Klinke in Klinke, USB in USB, ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Dann schauen wir einfach mal hier. Wenn wir gucken, in der Liste der Bluetooth-Geräte sollte ganz unten einmal Anker auftauchen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße via Tericoli Storici fahren. Jeder weiß, wo wir hinfahren müssen. Also wir drücken einmal hier unten auf Anker Sound Sync. Es verbindet. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Und es ist verbunden. Es steht ganz oben. Dann probieren wir jetzt mal aus, was passiert, wenn wir Musik abspielen. Gibt es dann gleich wieder. An der dritten Ausfahrt verlassen. Ist echt nervig. Und in die Straße Strada Superiore fahren. Also ich teste das Ganze. Jetzt kommt dann vermutlich gleich wieder die GEMA-Meldung, dass man irgendwelche Videos nicht abspielen darf. Aber probieren wir es mal aus. Und jetzt probieren wir mal die Knöpfe aus. Das heißt, man kann weiter. Man kann zurückspulen. Play und Pause geht genauso. Okay, das Limit ist einfach eine fette Taste vor und zurück. Und jetzt die spannende Frage, wenn man gedrückt hält. Passiert gar nichts. Ah doch, wir kriegen Siri. Perfekt. Alles gleich, höre zu, sie macht wieder irgendwas. Ganz typisch. Funktioniert echt gut. Perfekte Lösung. Worauf ihr noch achten solltet dabei ist, dass euer USB-Gerät beziehungsweise euer USB-Port am Auto oder wenn ihr so einen Zigarettenanzünder benutzt, dass der nicht permanent Strom gibt, weil sonst ist eure Batterie innerhalb von ein paar Minuten leer, wenn das Auto nicht an ist. Das heißt, entweder abstecken oder das Ganze so einstellen, dass in der Werkstatt, dass er mit der Zündung getrennt wird. Hinter Gadget Nummer 2 versteckt sich der S1 Pro iPhone Grip, der anders als die Mehrzahl der Produkte nicht aus China, sondern Barcelona stammt und auch dort designt wurde. Im Lieferumfang finden wir neben dem Griff an sich noch einen Handriemen und ein kleines Gegengewicht, das mit 69 Gramm eine gute Balance bietet, wenn man mit dem iPhone eine Kamerafahrt aus der freien Hand machen möchte oder den Handgurt am Griff befestigen möchte. Warum der S1 speziell als iPhone Grip betitelt wird, kann ich euch nicht sagen.
Jedes Gerät, das nicht breiter als 9,5, aber auch nicht schmäler als 5 cm ist, kann man ohne Probleme in den Griff einspannen. Will man die Halterung vergrößern, schraubt man einfach oben am Griff, bis man das Handy seitlich reinschieben kann und zieht anschließend alles nochmal ordentlich fest. Will man den Kunststoffgriff allerdings von Minimum auf 6 Plus oder Note Niveau schrauben, sollte man etwas Zeit und ein ausdauerndes Handgelenk mitbringen. Man braucht immerhin fast eine Minute. Dank der Gummiummantelung im Innenraum rutscht danach auch nichts mehr hin und her und das Handy sitzt bombenfest. Doch der S1 lässt sich auch als optimale Basis für ein iPhone Rig benutzen. Mit ein oder zwei Zubehörteilen kann man leicht eine Videoleuchte oder ein Mikrofon als Videounterstützung nutzen. Schade ist allerdings, dass der S1 keine Zusatztasten zum Auslösen oder Zoomen hat oder auch gleich einen Blitzschuh auf der Oberseite, wo die Schraube ist. Nummer 3 ist eher ein allgemeiner Tipp, den ich euch in Form eines Anker-Akkus vorstellen möchte. Viele von euch nutzen wahrscheinlich ihr Handy zum Fotografieren. Oft ist die DSLR zu Hause oder auf langen Trips einfach zu schwer zum Tragen. Blöd nur, dass Filmen in 4K, aber auch Fotos mit ihren GPS-Tags ordentlich am Akku ziehen. Hat man kein 2 Meter Ladekabel dabei, ist ein Zusatzakku auch keine gute Idee, denn die besten Motive verpassen, weil der Akku zu groß ist, um ihn aus dem Rucksack zu holen und in der Hand zu tragen, ist mehr als ärgerlich. Die passende Lösung ist ein Akku-Case und damit ihr, wie Silbermond es aktuell sagt, mit leichtem Gepäck reist, ist meine Empfehlung, ein Case mitzunehmen, das vielleicht nur um die 100% hat, aber genau deswegen auch sehr dünn ist. Natürlich könnt ihr auch jede andere Hülle nehmen, aber wie ihr es wisst, setze ich gerne auf Anker. Auch bei diesem Case mit 2850 mAh und seiner sehr stabilen und hochwertigen Verarbeitung war ich wieder vollkommen zufrieden. Damit das Ganze genauso transparent ist wie die Politik bei uns auch, will ich nicht verschweigen, dass ich das Case zufällig zum gleichen Zeitpunkt zum Testen bekommen habe, als dieses Video in Planung war und ich fand, dass es sehr gut zu den Urlaubs-Gadget passen würde. Denn für jeden Tag wäre es mir dann glaube ich doch zu dick, im Urlaub finde ich es allerdings ideal, da man so einfach mal drauf losknipsen kann und nicht am Ende des Tages Angst haben muss, dass der Akku nicht mehr reicht oder man am nächsten Tag ohne Akku dasteht, weil man abends keine Möglichkeit zum Aufladen hatte. Ein Nachteil ist allerdings, dass durch das Case der Lightning-Port verdeckt wird und man nur noch die Micro-USB-Kabel benutzen kann, die allerdings bei keinem Apple-Zubehör zu finden sind, das heißt sämtliche USB- und SD-Kartenadapter sowie Docks sind hinfällig. Mit Nummer 4 lösen wir noch schnell ein Problem, das vor allem Geschwister haben dürften. Ein iPad, ein Film, ein Kopfhörereingang, zwei Leute, die hören wollen. Mit dem Belkin Rockstar können endlich bis zu 5 Leute gleichzeitig Musik hören oder einen Film anschauen, ohne dass die anderen dabei gestört werden, was zum Beispiel bei Autofahrten oder im Flugzeug sehr praktisch ist. Eine besonders coole Funktion ist, dass mehrere Leute gleichzeitig ihre Musik abspielen können und man so wie ein DJ seine Lieder abmischen kann oder man der Reihe nach alle Musiklisten leer hören kann. So, das war's auch schon wieder. Das Video ist unerwartet lang geworden mit 8 Minuten, aber sollt ihr wenigstens mehr zu schauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr Daumen nach oben, dürft ihr gerne da lassen. Ansonsten, für konstruktive Kritik bin ich immer gerne zu haben. Ab damit in die Comments, wenn ihr irgendwie Fragen zu den Produkten habt oder sonst irgendwie Anregungen, Ideen, auch unten rein. Und ich wollte noch sagen, ich habe jetzt noch 2, 3, 4 Setups bekommen, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat. Ich werde es aber jetzt auf ein bisschen längere Sicht machen. Also die ersten 3, 4 kamen ja relativ schnell. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt vielleicht so im Monat 1 oder 2 Stück, je nachdem wie viel kommen. Sonst ist immer so ein Block auf einmal, dann wieder warten, bis genug da sind, wieder ein Block und so, dass ich es ein bisschen mehr ziehe. Aber ansonsten verlinke ich euch unten nochmal das Video, wie auch ihr mitmachen könnt. Und ansonsten bis zum nächsten Video.